Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir auf meinem Kanal. Genau an dieser Stelle haben wir letzte Woche am Sonntag um 10 Uhr aufgehört und genau dort geht es heute am Sonntag um 10 Uhr weiter. Wir werden heute wieder World of Warcraft The Burning Crusade Classic spielen. Wir sind immer noch im Startgebiet der Blutelfen und arbeiten uns langsam hier Richtung Norden hoch und spielen natürlich auch ganz entspannt hier den Blutelfen-Paladin weiter und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern gehen direkt ins Geschehen rein und begeben uns mal hier zu Instrukteur Anteol, bei dem wir uns noch melden müssen. Level 6, aber oh ja, da waren wir relativ lange nicht mehr. Gucken wir mal. Ja, wir werden heute entspannt wieder eine halbe Stunde Level hier, deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video und lasst euch so ein bisschen auch Blutelfen-Gebiet ein hier. Meiner Meinung nach immer noch eins der schönsten Gebiete, die, wo man leveln kann. In WoW, in Burning Crusade auf jeden Fall. Und, dann fangen wir so langsam mal mit dem Thema von dem heutigen Video an, würde ich sagen. Und zwar möchte ich heute mal über das Thema LAN-Party sprechen. Jetzt könnt ihr gerne mal in den Kommentaren das Video pausieren an der Stelle, nachdem ihr abonniert und geliked habt natürlich. Selbstverständlich. Und die Glocke angemacht habt. Die finsteren Zeiten werden vorüber. Und ein Salto gemacht habt und dreimal in die Hände geklatscht habt. Dankeschön. Einfach mal reinschreiben, wisst ihr überhaupt, was denn LAN ist noch? Kennt man das heutzutage noch? Ja? Schreibt das mal in die Kommentare rein. So, ich muss jetzt hier den Stab bei seinen zwei Schülern an. Okay, das machen wir gerade mal. Also kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was eine LAN-Party ist. Ich hoffe es doch. Muss ich jetzt nicht erklären, oder? Kennt man das heute überhaupt noch? Kennen die Zoomer unter euch noch LAN-Partys, Leute? Es ist doch zum Heulen. So. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ich soll jetzt den Stab auf die Schüler anwenden. Hier, Begehr. Oder wie? Die finsteren Zeiten werden der vorübergehen. Sieg ist nahe. Die ewige Sonne nicht, lehrt ja. Uns siegen. Unsere Feinde werden fallen. Schuldigen Lehrlinge? Wo sind denn die schuldigen Lehrlinge? Was ist euer Begehr? Anaria Schola. Für den Sonnenbund. Kurz hier mal, was ist denn hier los? Ah, in der Südwesten. So. Ah, ja, machen wir doch. Problem, die werden bestraft. War richtig hier. So, also jetzt habt ihr wahrscheinlich reingeschrieben, ja, LAN-Party kenne ich, laber nicht. LAN-Partys, Leute, ich war tatsächlich letztes Wochenende letztes Wochenende war ich auf einer LAN-Party von da fängt schon an. Nicht, ich wollte gerade sagen, von welchem Tag auf welchen denn. Nein, denn wir haben weder durchgemacht, wie das früher oft üblich war, noch habe ich dort gepennt. Nein, es war eine richtig schöne, wie soll ich es nennen? Boomer-LAN-Party. Ich bin um 16 Uhr angekommen, glaube ich, oder halb vier. Ja, 16 Uhr. Und bin um 3 Uhr nachts, glaube ich, ja doch, 3 Uhr nachts ungefähr abgehauen. Also so richtig, wie man sich das vorstellt, so, ja, lass mal LAN-Party machen. Aber am nächsten Tag wartet schon wieder die Verpflichtung und dann wurde schon wieder abgebaut abends. Ja, also, das heißt, eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, war es gar keine LAN-Party. Weil, LAN-Party, da muss man entweder durchmachen oder da pennen, ne? Also so geht das dann nicht hier. So, perfekt. So, der kann jetzt hier ein neues Leben als Schwein genießen. Sehr schön. aber ich war auf einer LAN-Party bei einem Kumpel. Das war nicht bei ihm zu Hause, sondern im Büro, kann man quasi sagen. Also so eine Art Bürofläche, die man aber da quasi auch gut für eine LAN verwenden konnte. Das ging da sehr gut. Und waren auch jetzt nur 3-4 Leute und es war eine kleine LAN, aber es hat echt mega Bock gemacht, einfach so, weil halt auch Leute dabei waren, mit denen ich,
wieder hier, oder? Ah, wir müssen hier noch das Feuerwerksbündel holen. Das ist okay, perfekt. Machen wir doch auch noch. Und zwar bei Harles Morgenwandler. Ja, es war eine mega geile LAN. Einfach, weil man Leute da mit Leuten gemacht hat, mit denen man halt unfassbar viele LANs früher gemacht hat. Und weil man natürlich dann die gleichen Geschichten kennt und man hat dann über die Erinnerungen von damals gesprochen und ich habe das dann auch so ein bisschen, ich habe auf Instagram auch zeigt so meinen Einkauf, so ein bisschen so. Also ich weiß nicht, wer früher halt mal so in seiner Jugend LAN gemacht hat, der weiß noch, da hat man nicht immer unbedingt die, ich sag mal, gesündesten Nahrungsmittel gekauft, ja, sondern also der klassische LAN-Einkauf bei uns war eigentlich, oder bei mir war eigentlich immer, hat gar keinen Sinn gemacht. Ich hab mir, glaube ich, zwei 1,5 Liter Flaschen Blue Charge gekauft. Wer kennt noch Blue Charge von euch? War so eine richtig eklige Energy irgendwie, die es bei Real irgendwie gab, für 1 Euro. Das war so eine 1,5 Liter Flasche, das war so eine blaue Flasche, Blue Charge. Die hat einfach so übertrieben nach Energy geschmeckt. Das ist so genau das, was er so, wenn er so Wodka E bestellt hat im Club, die Energy wurde da so reingeschüttet, ja, um maximal Geld zu sparen. Und davon habe ich mir zwei Flaschen gekauft und auf einer LAN, jetzt wirklich ungelogen, Minimum eine Flasche davon weggeballert. Eine ganze 1,5 Liter Energy. Einfach nur, damit man so lange wie möglich durchhalten kann, ne? Und im Nachhinein so strunzdumm eigentlich, anstatt einfach pennen zu gehen irgendwann und am nächsten Tag irgendwie morgens weiter zu zocken um 8, nein, man musste halt dann irgendwie durchmachen, weil man halt damals, ich glaube, es hatte schon irgendwie auch Gründe, weil man dann vielleicht auch immer nur eine Nacht hatte und am nächsten Tag musste man wieder nach Hause schon, keine Ahnung, aber also es war halt eigentlich schon dumm, aber es hat einfach mega Bock gemacht. Man hat auch nicht drüber nachgedacht. Das ist auch einer der Hauptgründe, glaube ich, warum auch viele Sachen in der Jugend geiler waren. Weil man hat nicht drüber nach. Nee, man hat es einfach. Und das war ein Punkt. Also zwei 1,5 Liter Flaschen Blue Charge. Dann, extrem wichtig, Pfefferminzfondant. Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob ihr Blue Charge noch kennt. Und ob ihr Pfefferminzfondant kennt. Pfefferminzfondant sind so eine weiß-pinken, sehen aus wie eine Schokoladentafel im Süßwarenregal und die schmecken so nach Pfefferminze und süß einfach. Also wirklich so einfach nur Zucker mit Pfefferminzgeschmack. Und die heißen eigentlich so, haben keinen wirklichen Namen, heißen so Pfefferminzfondant. Und die gibt es leider mittlerweile bei Real nicht mehr. Hier gab es die bei Real hier unten auch noch, aber so bei Edeka oder so gibt es die manchmal noch. Und davon habe ich mir so ein Ding gekauft. Und das ist ja wirklich nur einfach nur so ein Zuckerriegel halt, ne? Ungesund, keine Ahnung, urdumm eigentlich, ne? Und so, muss man hier ab. Beutel bekommen, wunderbar. Und so, jetzt gehen wir hier hinten abgeben, müssen wir einiges abgeben. Okay, eine und zwei. Und dann diesen Pfefferminzfondant, und den habe ich quasi dann auch wirklich eigentlich einen Fondant an einer LAN geplättet auch, ne? Mit 1,5 Liter Energy, wenn ich die Flasche auch noch angebrochen habe. Und dieser Fondant, muss ich euch vorstellen, ich habe hier mein Keyboard, ja, Tastatur. Und der Fondant lag immer ungefähr hier, also direkt neben der Tastatur. Ich habe immer so gezockt hier, dann Fondant, ja, hier so. Und das war quasi dann irgendwann, am Anfang war es fest, ne, so eine Tafel, habe ich es oben aufgerissen, habe ich mit dem Finger immer so rein. Und dann gab es einen Fachbegriff dafür, der nannte sich Gnudgeln. Dann habe ich, glaube ich, auch entworfen. Man hat sich also etwas Fondant rausgeschmiert aus dem Fondant. Man hat dann hier daran halt stundenlang rumgelutscht an der Scheiße halt. Ne? Und ich habe dann halt wirklich diesen Fondant den kompletten Abend immer wieder so ein Stückchen halt genommen. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, irgendwann im Laufe des Abends hat sich dann Fondant und Keyboard wurde eins, kann man sagen. Also man konnte dann irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich Fondant und was ist Keyboard. Das ist einfach miteinander verschmolzen ist mit der Zeit. Ne? Und dann ist auch der Fondant so in die Tastatur rein so ein bisschen. Und ich weiß noch, ich hatte dann so einen LAN-Tisch, den habe ich mit auf jede LAN genommen. Und
Dieser LAN-Tisch war dann tatsächlich auch nach so einer LAN oder nach einigen LANs, nach ein paar Wochen. Also bei einem LAN musste ich wirklich meine Tastatur vom Tisch so losbrechen, weil sie mit Fondant am Tisch festgeklebt war. Ja, das waren die Zustände, die wir damals quasi hatten. Und dann musste ich dann wirklich auch den Tisch irgendwann mal reinigen, weil sie überall Fondant-Rückstände noch waren. Also Fondant war einfach immer ein elementarer Bestandteil jeder LAN. Und was auch noch sehr wichtig war, das kam dann aber auch vermehrt später, natürlich, man hat auch noch Chips und ein paar andere Dinge gekauft, aber was dann bei mir auch immer elementar war, war die Erdbeerrolle von Koppenrad und Wiese. Die kennt ihr vielleicht. Das ist so eine Erdbeerrolle im Gefrierfach. Das ist so ein Kuchen eigentlich. Und den habe ich mir dann auch immer gegönnt. Der wurde dann, war halt kalt am Anfang und ist dann so im Laufe der LAN aufgetaut. Dann hat man halt noch einen Kuchen gehabt. Ja, tatsächlich. Und hier was deaktivieren und dann hier noch jemanden finden. Okay, das sollten wir hin. Ja, das waren so die Grundnahrungsmittel auf meinem LAN. Ja, ne, ihr merkt, es war extrem, extrem gesund immer. So, und das habe ich jetzt so ein bisschen nachgestellt und habe mir dann quasi, wo wir jetzt am Wochenende auf der LAN waren, auch so ein bisschen für Fun einfach die Dinge halt eben auch geholt. Ein Land habe ich leider nicht gefunden. Dafür aber die Erdbeerrolle und eine Energy. So. Und ja, dann haben wir halt die LAN gemacht und wir haben jetzt, also WoW hat man natürlich früher kaum auf LAN gespielt, das war dann eher so ein Ding auf so den letzten LANs, die ich hatte, kurz so, also kurz vorm Studium schon, war WoW dann immer noch so eine, also wir haben dann auch reine WoW-LANs gemacht am Ende mit Mosen gerade und so, ja, das haben wir dann auch immer gemacht, aber und die Prime LAN-Time war wirklich so Counter-Strike, Battlefield 1942, Warcraft 3, Age of Empires 2, Command & Conquer Generals oder Tiberian Sun oder so Geschichten. Auch so Half-Life, ganz viel Half-Life. Wie gesagt, Counter 1.5, 1.6 und so. Das war so die Primetime, ja, wo man wirklich auch Spiele gespielt hat mit den Leuten, die vor Ort auf der LAN waren. Also wo man quasi auch gar kein Internet hatte. Ja, das war ja wirklich auch damals sehr schön gewesen, wenn man an den Orten, wo man LAN gemacht hat, wenn es da Internet gegeben hätte. Ja, Leute, das ist jetzt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber auf den meisten Orten, wo ich war, nur wenn eine LAN, da gab es gar kein Internet. Ne? Da kann ich euch Geschichten erzählen. Ne? Also das ist dann, wenn man dann irgendein Update nicht hatte oder wo man irgendwie Internet zu brauchte, da war man dann am Arsch. Ne? Weil Internet war halt extreme Mangelware in Deutschland, sehr, sehr lange noch. Und also diese WoW-LANs waren dann eher so das Ende eigentlich, wo ich dann wirklich, wo man entweder sich primär mit Leuten dann getroffen hat, die nur WoW gespielt haben. Das heißt, dann war man quasi, hat nebeneinander gehockt, hat Arena gespielt, das war auch mega geil, ne? Hat auch Bock gemacht. Aber war dann ja nicht mehr so dieses klassische LAN-Prinzip, sondern ist dann auch schon so ein bisschen übergegangen in, yo, ich komme mit dem Rechner zu dir. An Belmosen habe ich den Rechner auch zum Beispiel zum Teil ein halbes Jahr stehen lassen. Weil wir dann eben nur gezockt haben und Trainer gemacht haben. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt diese LAN am Wochenende gehabt und es hat mega Bock gemacht, weil wir über alte Zeiten geredet haben und so LAN-Feeling wieder aufgekommen. Man sich so dran erinnert hat, wie das so war. Und um jetzt so langsam auch mal den Punkt anzusprechen, warum ich das einfach auch interessant finde, ist, weil ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich würde schon sagen, dass die LAN-Era bei der heutigen Jugend deutlich zurückgegangen ist. Weil einfach der Grund, und ich habe auch schon von meinem Bruder auch gehört, der ist ein bisschen jünger, der hat auch LANs gemacht. Und ich glaube auch, dass die Leute heutzutage noch LAN-Partys machen, ne? Weil das ist nochmal was anderes, man trifft sich, man kann nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen was feiern oder irgendwie was trinken oder andere Dinge machen. Klar, es werden schon noch LANs gemacht, aber ich glaube schon, diese reinen Zock-LANs so, oder auch die Häufigkeit, die man eine LAN macht, das muss drastisch nach unten gehen. Ne? Weil einfach das Internet, und das habe ich jetzt eben auch am Wochenende gemerkt, es war mega cool, dass wir es gemacht haben, weil wir das so für uns so, für unser Feeling, und weil wir einfach Scheiße gelabert haben und rumgeschrien haben und so. Darum ging es ja auch, oder geht es auch unter anderem auf der LAN.
Aber wenn man sich das halt überlegt, wenn ich, ne, ich meine, ich bin mit dem T4 dahin gefahren. Ich konnte alles hinten reinladen, entspannt. Ich konnte nachts zurück und alles egal gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Jugendlicher irgendwie, muss den nächsten Tag zur Schule irgendwie und muss mein ganzes scheiß Equipment dahin schleppen wegen einer LAN irgendwie, während ich quasi fast alle Spiele, die auf der LAN gespielt werden, auch mit den gleichen Leuten quasi innerhalb von, wer hat Rechner hoch, 5 Minuten direkt spielen kann, ist natürlich die Hürde viel, viel größer, dass die Leute halt auf den LAN fahren. Wisst ihr, was ich meine? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute annähernd so viele LANs besuchen, wie wir das damals. Ne? Und ich rede jetzt quasi gerade nicht von professionell organisierten LANs, die gibt es ja auch immer noch weiter, noch Dreamhack oder riesige LAN-Treffen, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, würde ich sagen, wo man da es auch einen Event-Charakter hat, tausende von Leute trifft und so weiter, das ist was ganz anderes. Ne? Ich spreche jetzt wirklich so von den privaten LANs bei der Oma im Keller, bei einem im Keller irgendwie im Dachboden, so mit eine gute LAN hatte für uns so im Durchschnitt immer so 8, 9 Leute so. Also der gute Schnitt. Ne? Natürlich, desto mehr, desto besser halt so, ne? Aber oder sagen wir mal, eine gute LAN, die fängt so bei 6 Leuten, sollte schon sein, so, ne? Dann kannst du 2 Dreier-Teams machen, gerade bei Counter-Strike so 3 und 3, so. Mit 4 Leuten, klar, kannst du machen, aber so richtige Gaudi wurde es immer erst so ab 6, würde ich sagen. Und desto mehr, desto besser. Ne? Wobei ich auch einige LANs hatte, wo ich gemerkt habe, dass man dann auch so ein bisschen organisatorisch an die Grenzen kommt, gerade wenn man derjenige ist, wo die LAN ausgetragen wird, also wenn man quasi der Host ist in dem Sinne. Wenn es jetzt zum Beispiel bei mir hier tatsächlich in dem Keller, wo ich hier hocke, haben etliche LANs stattgefunden. Und wenn dann da wirklich 16 Leute gekommen sind oder so, dann und jeder Penner will dann irgendwie Strom haben und einen perfekten Tisch und einen Stuhl und dann geht da was nicht und dann brauchen, also dann wirklich warst du schon halb Eventmanager gefühlt. Und konntest dann irgendwie nur gefühlt die Hälfte der Zeit spielen, wenn mal jemand irgendein Problem hatte. Deswegen, so die beste LAN ist eigentlich die, wo man teilnimmt und wo man es nicht selber organisiert und dann aber möglichst viele Teilnehmer hat. So 10 Leute ist, glaube ich, sowas. Kommt aber auch immer ein bisschen auf die Lücke. Genau, deswegen würde ich absolut sagen, dass schon die Häufigkeit der LANs von den Leuten wird zurückgegangen sein, weil das haben wir, habe ich auch gemerkt, ne? Also sein Setup abbauen, da aufbauen, da hinschleppen, alles so und das ist natürlich auch, dann hast du hier noch, ne, ich habe einen Mikrofonarm irgendwie, wenn man vielleicht dann doch irgendwie spontan mal auf Twitch live streamen will oder irgendwie, das geht dann nicht und das ist alles so, ja, also verstehe ich so diese Entwicklung einfach. Ne, das ist logisch irgendwie, dass das ein Stück weit durch das Internet zurückgeht. Weil die Leute einfach diesen Luxus haben und nicht geklickt oder alte Kraft, bin ich Hacke oder was? Hier nicht angeklickt? Nee, hä? Muss hier nach oben oder wie? Noch weiter nach oben. Naja, jetzt wollte ich euch nochmal von da gibt es so viele LANs. Von welcher erzähle ich euch denn mal gerade? Ja, also. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Na, vielleicht machen wir auch ein bisschen länger heute. Pass auf, ich erzähle euch mal. Ich da hinten rumgehe. Weil hier wollte ich ja dann. Klick mal drauf noch. Rechte. Hä? Ich öffne. Wo komme ich denn nach da oben?
Also, ich erzähle euch nämlich mal, wie bei uns zum Beispiel eine LAN ablief. Die war bei Mosen im Keller. Das glaube ich eine ganz geile Geschichte. Wir waren bei Mosen im Keller. Und es war so eine typische, es war noch eine Original LAN, also keine WoW LAN, sondern wir haben die Games gespielt, die wir halt mit den LAN-Teilnehmern gespielt haben. Ihr müsst euch vorstellen, bei Mosen im Keller war es früher so, in seinem Keller konntest du alles machen. Also hat keinen Schwanz gejuckt, da unten hat keiner genervt oder so. Es war kein riesiger, gigantischer Kellerraum, aber es war quasi ein relativ großer Raum. Dann ein Flur davor. Ja, und die beiden Räume haben wir eigentlich verwendet, um. Also in dem einen Raum waren, glaube ich, auf der LAN so. Sechs Leute, würde ich vermuten. Und im Flur oder fünf. Und im Flur dann nochmal drei. Wir waren so acht oder neun Leute. Oder vielleicht sogar zehn. Ich würde vermuten, dass wir neun Leute waren. Und da war es so. Wir waren mit Timo im Keller. Haben LAN gemacht und haben relativ viel Counter-Strike gespielt, weil da auch viele Leute dabei waren, die halt immer Counter suchten wollten. Das war dann nach der lange so das Main-Game von uns so. Und von einigen ist es immer noch so das Main-Game. Und haben sehr viel Counter-Strike gespielt und jetzt ist es ja so, auf einer LAN kommt ja immer der Zeitpunkt, wo man irgendwann fett Hunger bekommt. Ich meine, klar, man hat seine Snacks dabei, man hat, was ich eben beschrieben habe, die ganzen gesunden Lebensmittel dabei. Aber irgendwann will man sich ja auch mal was Warmes gönnen. Ne? Das heißt, dann immer die Frage, entweder wir sind irgendwie zum Dönerladen irgendwo gegangen oder wir haben Pizza bestellt oder wir haben halt vor Ort was gemacht. Ja? Das hieß dann natürlich nicht, dass wir da irgendwie gekocht haben groß, sondern das hieß Pizza im Ofen. In 98% der Fälle oder irgendwas anderes im Ofen halt. Und bei der LAN war es so, dass ihr müsst euch vorstellen, das Haus, wo wir da waren, ich glaube, das. Ja, perfekt. Das Haus, wo wir da waren, wir waren im Keller. Die Eltern haben in der Mitte gewohnt und oben die Großeltern. Und es war so, wir haben quasi im Keller LAN gemacht. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube aber, dann war nicht da. Ich weiß, es war gar keiner da. Ja. Und dann war es so, dass wir Pizza gemacht hatten, halt in den Ofen. Ne? Und dann war das so, also hat man halt, man hat Pizza in den Ofen reingemacht halt. Wir werden siegen. Eben. 6 Mana-Schlangen und 6 Äther-Bestien. Okay, kriegen wir hin. Und dann, ihr kennt das ja, ne? Man tut was in den Ofen und man wartet ja dann da nicht 15 Minuten oder 20 Minuten, bis die Pizza fertig ist, sondern nein, das macht natürlich Otto Normalgamer. Ihr geht wieder runter und zockt nur. Ja? So. Das heißt, ich bin nach oben gegangen, hab meine Pizza in den Ofen getan, so wie alle anderen auch. Ich glaube, wir hatten dann ein oder zwei Ofen im Betrieb. Ich weiß nicht mehr. Oder haben wir in einen Ofen mehrere Bleche dann gemacht. Hat auch so ein bisschen Zeit versetzt. Der eine hat dann irgendwie schon das reingemacht und dann hat der andere erst eine halbe Stunde später, haben halt einfach unsere Pizzen da abgearbeitet, so wie es halt geht. Und dann war es so, wir haben so gezockt irgendwie und irgendwann kommt so der Erste, ne, mit seiner Pizza runter. Ne? Und dann war das halt, dann habe ich mir nichts bei so gedacht, so, ne? Dann kommt der Leute, meine Pizza. Ich so, Leute, meine Pizza, so, ne? Und dann, hey, was ist jetzt los, so, ne? Und dann haben sich alle so um den Tisch versammelt, so, ne? Dann gehe ich so hin. Ja, was ist denn los mit der Pizza, ne? Da war die Pizza von dem Typen, ne? Hatte er reingemacht vor irgendwie Stunde, anderthalb Stunden, so, ja? Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Pizza ausgesehen hat, ne? Wenn er nach anderthalb Stunden aus dem Ofen holt, diese scheiß Pizza, ne? Ich guck in die, das war so eine richtige Attraktion halt so, ne?
alle haben sich da hingestellt und diese scheiß Pizza angeguckt. Und ich schwöre euch, macht es nicht nach, Leute, ja. Aber es ist wirklich erschreckend, wie eine Pizza nach 1,5 Stunden im Ofen aussieht. Also vielleicht kennt jemand von euch das Bild. Berichtet gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Aber so eine Pizza habe ich im ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, also die Pizza war wirklich so quasi. So war die gewählt. Also das hatte nichts mehr mit einer Pizza zu tun. Das war mehr so ein vulkanartiges Gewölbe irgendwie so. Ja, sie war wirklich so wellenförmig. Und mal so gedacht, okay, krass so. Der behindert so. Pass doch auf, wenn du eine Pizza wieder reinmachst. So, mein Gott, ne, dann kümmere dich drum, stell dir einen Wecker oder warte halt irgendwie oben. Und, oder zumindest mach was anderes so lange und versinke nicht in so einem Game halt so, ne? Aber wir waren halt jung, wir waren dämlich und hast halt gemacht so, ne? So, und dann war es so, dass dann wieder eine halbe Stunde später kam der Nächste an mit seiner Pizza. Hat die präsentiert, ne? Der ist auch verkackt oder was, ne? Also wirklich, der Nächste hat es auch geschafft. Ich weiß nicht genau, wie lange es war, aber ich meine, das war noch länger als die Pizza vom Ersten. Die Pizza von ihm war wirklich, glaube ich, 2 Stunden oder so in diesem scheiß Ofen drin, weil keiner irgendwie das gerafft hat, diese scheiß Pizza zu achten halt irgendwie so, ne? Und dann gehe ich halt hin so und dann wurde auch so die Pizza von ihm so demonstriert und haben uns alle so weggehauen über diese Pizza halt, ne? Und die hatte, ich weiß gar nicht mehr, was die für eine Form hatte, die war anders so. Also nach 2 Stunden ändert sich die Form dann nochmal, das war ja auch interessant. Wir haben natürlich auch wichtige Forschungsergebnisse da zusammengetragen. Was passiert eigentlich nach 2,5 Stunden mit einer Pizza im Ofen? Das sind wichtige Dinge, die da einfach ins Tageslicht gekommen sind. Und die Pizza, ich meine, die hatte sich dann irgendwie schon so ein Stück weit zusammengezogen irgendwie auch. Und man konnte gar nicht mehr, also es hatte gar nicht mehr so eine flache Form oder auch nicht mehr so gewellt, sondern die war fast schon so viereckig irgendwie. Also ich weiß nicht, war ganz komisch irgendwie. Wie gesagt, ja, müsst ihr selber sonst mal reingehen in die Forschung, mal reingehen und mal gucken. Und das war dann quasi die Pizza von ihm. Ja, nach 2,5 Stunden, so. Und jetzt denkt ihr, an der Stelle denkt ihr, okay, ja, 1,5 Stunden, kann man mal verstehen. 2,5 Stunden, kann man mal verstehen, kommt vor, ist ein Laden, die Leute waren jung, Leute waren dumm. Ja, so Leute, jetzt, ich schwör's euch. Die gleiche LAN. Es ist 6, 7 Uhr morgens so. Die ersten Leute pennen vor ihrem Rechner ein, auf dem Stuhl. Wir haben wirklich, weiß ich noch, Leute auf dem Stuhl gepennt. Und ich mache auch Ende. Ich weiß auch nicht warum. An dem Tag habe ich extrem lange gemacht. Normalerweise war ich eigentlich bei LANs so. Da schon immer lange auf oder habe auch mit durchgemacht. Aber wenn wir alle pennen gegangen sind, war ich dann immer einer schon, der dann jetzt nicht noch gewartet hat, bis dann alle auf ihrem Stuhl eingepennt sind, sondern ja, mit einem relativ frühen, weil man wollte ja auch eine gute Schlaflocation haben und so weiter, relativ früh meine Location geholt, so. Und aber irgendwie an dem habe ich voll lange noch gemacht, obwohl alle anderen schon gepennt haben, gefühlt. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar mich noch in WoW eingeloggt und auch noch was gefarmt. Das könnte der Grund gewesen sein. Tatsächlich, weswegen ich dann noch so lange wach war. So, und dann war es so 6 Uhr morgens schon. Es war also eigentlich schon fast schon hell. Aber es waren also das Haus komplett mit Rouläden, also alle Rouläden waren nach unten, aber noch stockdunkel oben. Und um 6 Uhr morgens, und ich weiß nicht warum, und ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte, aber um 6 Uhr morgens bin ich nochmal nach oben gegangen, weil, also in die mittlere Etage, wo der Ofen war, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich noch was essen holen würde, was zu trinken oder. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ich muss nochmal nach oben gehen. Ich weiß, wie gesagt, heute nicht, warum. Und ich gehe nach oben, Leute, ja. Man muss sich vorstellen, da ist so eine Treppe in der Mitte gewesen und dann kam eine Tür. Dann war man quasi so, es war so ein offener Wohnbereich mit Küche. Dann ist man in diesen offenen Wohnbereich reingekommen. So. Und ich habe diese Tür aufgemacht, zu diesem offenen Wohnbereich. Und da kam mir schon die Hitze entgegen. Und da dachte ich schon so, hä, der scheiß Ofen noch oder was? Ne, verarschen die mich, ne? Wie gesagt, da waren 8 oder 9 Leute unten in dem scheiß Keller, ne? Und ich gehe echt da rein. Ja, und alles, also die Rouläden waren noch unten so. Es war schon ein bisschen Tagesanbruch, so, aber es war halt noch ein Stück dunkel. Und dann haben wir schon so ein Flimmern entgegen, so ein Fackelschein so entgegen halt so, ne? Und es war so um die Ecke rum, die Küchenecke so.
Und ich komme so um die Ecke und da ist mir richtig so die Wärme schon ins Gesicht, ne, wo ich schon heiß wurde, so ein bisschen, also richtig so warm halt so, ne? Ich dachte, wollen die mich verarschen, ne? Und da war wirklich noch eine Pizza in dem Ofen drin. Um 6 Uhr morgens. Da war noch eine scheiß Pizza drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Und diese Pizza, die muss da ungefähr, ja, und die war bestimmt 4 Stunden in diesem beschissenen Ofen. Und ich gehe da hin und ich erinnere mich, konnte den Ofen gar nicht aufmachen, weil es so heiß war. Über dem Ofen war es so glühend schon, also so heiß, dass ich konnte nichts anfassen. So, da habe ich irgendwie so eine Art Metallding irgendwie genommen, was da rumstand, so ein Küchending, damit die Tür aufgemacht habe, also habe den Ofen irgendwie ausgemacht mit dem Ding, dann die Tür aufgemacht und dann diese scheiß Pizza genommen daraus und die quasi irgendwie mit diesem Ding ins Waschbecken, also ins Metallwaschbecken geschleudert, Leute. Und dann war alles aus, so habe ich noch kurz gewartet, dass ich jetzt beruhigt hatte, durchgelüftet ist, so kühl wurde halt, ne? Und dann habe ich mir diese Pizza angeschaut. Dann habe ich mir, habe ich mein Handylicht so angemacht und habe mir, nee, quasi, kann ja gar nicht sein, Handylicht hatte ich damals, obwohl, hatte ich damals schon? Ich glaube, hatte ich Handy, oder vielleicht hatte ich eine Taschenlampe oder ich habe so Licht über der Abzugshaube abgemacht. Ich habe irgendwie so ein Licht angemacht und dann habe ich mir diese Pizza angeschaut. Ne? Und das habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht gesehen, Leute. Das war wirklich erschreckend. Die Pizza wirklich nach 4 Stunden im Ofen war wie, sah aus wie eine, ein Atompilz, wie ein nuklearer Einschlag. Diese Pizza war wirklich nach oben um sich selbst ineinander gestülpt und die war eigentlich fast nicht mehr vorhanden, diese Pizza. Ja? Also man hätte sie, wenn man auf extrem, extrem kross steht, vielleicht noch genießen können, wenn man auf Asche steht, geschmacklich. Ah, Leute, so eine Pizza habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Und ich habe dann, wie gesagt, noch kontrolliert, dass der Ofen sich wieder beruhigt hat, so dass alles wieder okay war. Dann habe ich das Licht ausgemacht. Und dann bin ich auch um 7 Uhr morgens irgendwann pennen gegangen. Ja. Und bis zu meinem heutigen Tag frage ich mich wirklich, habe ich uns allen damals das Leben gerettet? Oder wäre es einfach scheißegal gewesen? Oder keine Ahnung. Aber Leute, also das werde ich tatsächlich auch nie. Eine von den Lerns, die merkt man sich, ja. Und von solchen Geschichten habe ich noch einige auf Lager, die ein oder andere Lern gemacht haben. Ja. Auch geil, das haben jetzt wieder nur die Leute mitbekommen, die bis zum Ende dran geblieben sind, ne? Die am Anfang schon sich so gedacht haben, so, nee, Lern, so, scheiß mal drauf, ist eh uninteressant, so, ne? Die haben das nicht mehr miterlebt, Leute. Ja, so. Leute, ich hoffe, euch hat das heutige Let's Play gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit beim Zuhören. Und ja, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungsberichte, also eure krassesten LAN-Geschichten unten rein. Vielleicht kann man ja auch mal ein Video machen, wo man einen Stream oder so, wo man sich die Geschichten anschaut. Aber schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen rein. Und ob ihr heute noch auf LANs geht oder nicht, ob das noch ein Ding ist oder nicht und was so eure Erfahrungen mit LAN-Partys sind. Ich muss sagen, ich bin extrem dankbar dafür, dass ich so diese im Nachhinein diese Prä-Internet-Zeit noch ein bisschen erlebt habe, weil ich glaube, wenn wir alle eine Glasfaserleitung zu Hause gehabt hätten, dann hätten 55% der LANs hätte es nicht gegeben. Da bin ich mir eigentlich sicher. So, Leute, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir sind Level 13 geworden, tatsächlich. Und ja, sehen uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr hier auf YouTube, Leute. Ja, ich würde sagen, wieder schauen. Und wie Rebecca sagen würde, abgehauen.